Der Hüter ist tot. Lang lebe der Hüter. Willkommen zurück zu Songs of Conquest. Unsere ersten Karte und der Tatsache, dass wir hart auf die Schnauze bekommen haben. Unser erster Hüter ist leider traurigerweise verstorben. Hat das eigentlich einen Sinn, dass wir nur drei Truppen führen können? Kommt mir jetzt erst. Oder können wir da später mehr Truppen haben, sofern unsere Modifikatoren sich verbessern? Naja, wir werden es vielleicht noch herausfinden, früher oder später. Was wir jetzt erst so machen ist, ich nochmal hier zur Siedlung rüber hingehen. Also das taugt mir nicht so richtig, dass wir da so hart auf die Schnauze bekommen haben. Aber erstmal laschen wir zum Bauernhof hoch und beanspruchen den. Unbekannt. Also an sich sollten wir den Hund doch besiegen können, oder? So einen kleinen Kläffer. Ein paar Wölfe gibt's. Weil das ist ja, das sind ja, nee, das sind Fußsoldaten. Hä? Moment. Kurze Frage. Wo stand, dass es Fußsoldaten sind? Das sind Fußsoldaten. Das sind keine Fußsoldaten. Stellen die so auf. Hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Die letzte Schlacht, die wäre sehr ärgerlich. Leider sind unsere großen Minotaurusse, wie ich sie nenne, leider von uns gegangen. Ha, die Fifis kommen direkt angelaufen. Schilde hoch, jawohl. Wo sehe ich eigentlich die Spezialfertigkeiten der Jungs? Also angeblich haben die ja Spezialfertigkeiten. Sehe ich jetzt aktuell keine so richtig hier, ne? Wir haben übrigens 3 Essenz, aber wir können das bei 4 in den Zauber wirken. Geh mal 1, 2 Schritte nach vorne, mein Bub. Und dann bist du fertig. Weitere Zauber verfügbar, weil der Hüter hat mehr Essenz erlangt und nun steht mehr Zauber zur Verfügung. Gebietete Hüter über ausreichende Essenz kann an jedem der Schlachtzüge eigener Truppen gleich mehrere Zauber wirken. Die gegenwärtige Truppe verleiht dem Hüter mit jedem Schlachtzug Essenz für den Einsatz für Zauber. Essenzquellen wie etwa Artefakte und Fertigkeiten fügen zu Anfang einer neuen Schlachtrunde Essenz hinzu. Ja. So, wenn wir so einen Schritt weiter vorgehen, müssten wir hier mehr Schaden machen können. Oder gut. Wir machen jetzt hier 10 bis 15 Schaden, einen Schritt nach vorne. Immer noch. Aber wir sind jetzt innerhalb seines Kernradius. Gut, der hat unseren Ritter angegriffen. Der greift unsere Bogis an. Das tat relativ weh auch. Aber wir haben natürlich auch noch Zauber, hä? Verbündete Zieltruppe hält Initiative, Truppenbewegung. Plus 10 Verteidigung. Kriegt er mal drauf. Okay. Für die sieht es nicht so gut aus. Harter Kampf hier auf alle Fälle. So viel kann ich schon mal sagen. Wobei. Wenn wir nochmal von denen die Verteidigung, dass wir unsere Bogenschützen nicht verlieren. So, jetzt hat. Die sind tot. Die laden nach. Wir können ja mal nack. Oder auch nicht, egal. Der Ritter war noch mal dran. Wir haben gewonnen. Haben zwar einen kompletten Trupp verloren. Aber wir müssen lernen. Wir müssen lernen zu siegen. Und das Spiel zu nutzen. 240 Erfahrung. Und haben jetzt hier das Ganze trotz allem in unsere Kontrolle bringen können. 2 Holz pro Runde. Ganzen Ressourcen hier erstmal looten. Da unten war auch noch Holz. Habe ich nicht mal mitgenommen letztens. Bauplätze gibt es hier keine mehr. Das nächste Upgrade kostet noch Holz und Gold. Nichts desgleichen haben wir im Besitz. Ein ungewöhnlich dichter Nebel zieht über das Land. Es gibt Berichte über verlorene Schafe und Hirten. Wird sich auf das Königreich und seine Streitmacht auswirken. Ihr Ratten. So, das habe ich schon geplündert. Ja, die Schlacht braucht man nicht ziehen aktuell, weil die Schlacht würde mich schlachten. Ich habe doch... Haben wir nicht irgendwas gebaut mal? Oder bauen wir das immer noch? Ach, das Scheißding wird immer noch gebaut. Entschuldigung. Das Ding wird immer noch gebaut. Eieiei. So, danach gibt es Zerpörer. Dafür brauchen wir himmlisches Erz. Einmal, da gibt es himmlisches Erz. Da gab es auch Truppen, oder?
Nicht mehr in dieser Runde, oder? Ach, da gab es Entschuldigung. So, erhöhen wir mal die Anzahl der Bauern. So, Kaserne ist fertig. Den haben wir schon besucht. Gibt es leider überall Feinde? Haben wir das schon besucht? Scheinbar nicht. 200 Gold pro Runde. Auch nochmal irgendwie Reichtum. Hm. Ah, hier gibt's auch himmlisches Erz. Nächste Runde. Ja, wahrscheinlich eine Hitzewelle. Man hört die Bauern murren, es liege ein Fluch auf dem Land. Ich habe eher das Gefühl, es liegt ein Fluch auf mir, weil ihr immer nur Pech habt den ganzen Tag. Auf alle Fälle haben wir das himmlische Erz, was wir brauchen, um unser Bauernhütchen abzugraden. Womit wir jetzt leckere... Oh, Festung können wir auch verbessern. Jetzt hat er aber... Das sieht doch schon besser aus. Fußsoldaten. Normale Soldaten. Immer her mit den Jungs. Das Upgrade können wir uns auch gleich noch schnecken. Die Hüterobergrenze wurde erhöht. Und es ist nun möglich, in einen beliebigen Städten oder Siedlungen weitere Hüter zu kaufen. Können wir dann auch unseren Hüter wiederbeleben? In 2 Runden kostenlos. Okay. Dann warte ich noch kurz. So, eine... Was? Plus ein Arcana für eine Schlacht. Na, vielen Dank. Für nichts. Oh. Tadu. Minus 10 Verteidigung, plus 20 Offensive für eine Schlacht. Was? Dauerhaft auflösen? Nein. Warum bist du jetzt außenrum gelaufen und nicht einfach dadurch? Wenn ich fragen müsste... Die Handschuhe der wilden Jagd. Die Handschuhe sind nicht für das gemeine Volk und auch für jene, welche die Fee des Waldes stören. Um meinem Handwerk zu erwerben, muss man dessen würdig sein. Henry Dunford, Meister des Lederhandwerks. Ist ein guter Boy. Sind gute Handschuhe. Wir suchen jetzt hier kurz... Ah, Stufe 2. Sie ist aufgestuft worden. Beim Stufenaufstieg des Hüters dreht sich alles um Fertigkeiten und Mächte. Man kann entweder eine Fertigkeit verbessern, welche der Hüter bereits beherrscht, ein neu erlernen oder die Fähigkeit des Hüters erhöhen, Truppen zu befehligen, indem man mehr Plätze in seiner Armee freischaltet. Ah. Welche neuen Fertigkeiten angeboten werden, hängt von der Klasse des Hüters ab. Zauberern werden häufig Essenzfertigkeiten angeboten als kampflastigen Hütern. Einige Fertigkeiten stehen auch erst zur Wahl, sobald eine ausreichend hohe Stufe erreicht wurde. Ab der Stufe 8 kann der Hüter seine erste Macht wählen. Nach Stufe 8 offenbaren sich dem Hüter mit jeder vierten Stufe, also 12, 16 und 20, weitere neue Machtoptionen. Das sind gravierende Vorteile. Sowohl in der Schlacht als auch im Berichten eines Königreichs. Das Menü für den Stufenaufstieg kann durch den Pfeil ausgewählt werden, okay. Plus 2 Ordnung, 4 Truppen in der Armee. Oder erhöhte Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, 4 Truppen hätte ich gerne. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Hm. Ich denke mal, der Feind wird irgendwo hier unten rumgammeln, würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Deswegen... Lass schon mal einfach mal hier hoch. Oh, was gibt's denn hier alles? Kann ich ja den anderen schon... Was? Die Zeit vergeht und die Stärke deiner Feinde wächst. Ja, ich mache das ja auch freiwillig, dass wir hier rumgammeln und schon den ersten Hüter verloren haben. Ne? Oh Gott, die anderen... Die Züge der anderen dauern auch relativ lange in der Zwischenzeit. Welle kaufen. Aber wir holen jetzt erstmal unseren Boy zurück. Kostenlos. Und der hat natürlich auch... Der hat nur einen? Was soll denn der Geiz? Ernst gemeinte Frage. Wir sehen jetzt hier maximal können wir 5, 9 Truppen anführen. Verteidigung haben wir auch noch ein paar. Schieben wir auch noch gleich mit hoch allesamt. Ach so, das sind andere. Dumm. Dumm. Das geht jetzt nicht, weil? Okay. Wir können... Ach so, das sind... Das sind schon die gleichen. Aber wenn wir die aufteilen, warte mal, das hat er doch gesagt, ne? Nein, nicht auflösen. Ah, jetzt hat. Das ist das, was sie gemeint hat. Wir können die Truppen aufteilen.
Ist nur jetzt leider so, dass es mir nicht so viel bringt aktuell mit den Jungs. Bringt uns ein Ritter pro Runde. Oder den Marktplatz. Überhaupt den Marktplatz. Ich glaube, Marktplatz wäre nicht schlecht für uns. So, den Buben schicken wir jetzt dann erstmal zum Laufen hier nach links rüber. Da gibt es ja auch noch jede Menge Stuff. Da muss ich aber leider kämpfen, so wie es ausschaut. Ich bin ja jemand, der ungern kämpft. Ich bin ja... Oh Gott, was ist jetzt los? Wir nehmen das Gold. Habe gerade sonst kein Geld. Da oben gibt es noch ein bisschen Holzscheitel. Oh, ein eingesperrter Kollege. Fakt ist jedenfalls mit unseren paar Truppen. Das ist ja alles Ordnung. Das ist ja reine Ordnung. Ich hasse Ordnung. So. Ich verzichte. Oha, das waren irgendwie 2000 Gold oder irgend sowas. Plus 3 Bewegungen. Was haben wir hier in der Ruine? Und sie ist Stufe 3. Cecilia Tapfer, jetzt ist Stufe 3. Ja. Nehmen wir das hier, behüten. Plus 20 Nahkampfresistenz und das ist ja an sich erstmal ein schönes Upgrade. Verteidigung ist natürlich nicht so prickelnd aktuell. Turbanhelm. Plus 6 Verteidigung. Naja, soviel zu dem Thema. Oh. Ein Rudel von Baronie von Lot-Truppen. Die sehen mir sehr unentspannt aus, weswegen ich die ja gerne vielleicht nicht besuchen würde. Oh, Bänkelsänger. Willkommen in meiner Armee, meine Freunde. Warum war ich denn da eigentlich noch nicht? Kommen wir jetzt erst. Kann man hier noch irgendwas bauen aktuell, schon mal hier rumgammeln? Die Waldläufer werden ebenfalls in der Kaserne erzeugt. Okay. Noch irgendwas Interessantes sonst? Ich könnte das nochmal verbessern. Wir können auch eine Mauer drum rumziehen, aber aktuell kommt ja kein Feind. Ich auf alle Fälle gerne Forschung später nochmal mit angehen. Dennoch beenden wir erstmal die Runde. Sehen auch genau, was wir alles haben. Schauen wir mal, was die anderen Kollegen so treiben. Das Spiel wurde gespeichert. Das bedeutet, wir kriegen demnächst auf die Fresse. Ohne Grund speichern die nicht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hinlaufen? Dahin. Und dann können wir hochgehen. Ah, 7 Waldläufer. Oder 2000 Gold. Nehmen das Gold mit. Klingt jetzt total komisch, aber wir haben jetzt natürlich das hier auch schon geupgradet. Haben jetzt hier auch schon Waldläufer. Dürfen wir jetzt auch nicht ganz vergessen. Warum kann ich das hier eigentlich nicht bauen? Die Bauwarteliste ist voll. Ah, wir können also doch nur ein Gebäude auf einmal bauen, aber das andere wurde quasi schon... Also wenn es quasi einer Gebäude sind, die direkt errichtet werden, ist quasi möglich, mehrere Gebäude zu errichten, aber... Das geht quasi nicht immer. Oh, sorry. Kleiner Mistake bei meiner Seite. Wir wissen nicht alle, wie das ausgeht. 1 von 5 gesperrt. Ich meine, an sich... Können wir speichern? Ja, mal hier YouTube safe. Nehmen wir das Ganze mal. So, wir haben Bänkelsänger. Ich weiß gar nicht, was die machen. Sind gut im Nahkampf und im Fernkampf. Und der ist auf erhöhter Position. Da setzen wir die mal so hin. Und dann würde ich sagen, let's go. Wir müssen ja Schlachten schlagen. Wir können uns ja nicht die ganze Zeit zurückziehen und blöd schauen. Das führt ja auch zu nichts. Oh, shit, Alter. Oh, fuck. Die sehen sehr unentspannt aus. Die sind nicht sehr amused. So viel kann ich schon mal verraten. Ja, du chillst einfach mal. Okay. Die haben Fertigkeiten. Schütz dich selber, my friend. Und ihr... Könnt nicht schießen. Jetzt hat. Zack! Jawohl, einen haben wir in den Kopf geschossen. Oh, oh. Ja. Nein. Scheiße. Boah, das ist gar nicht cool. Ich hätte vielleicht eher den Initiative geben sollen.
Skelett nach. Das ist voll krass. Die sind eine Runde quasi komplett ineffizient. Und die sind komplett tot. Oh shit, das geht so in die Hose. Weil der hat sich aber direkt gerecht bei denen. An denen auch. Nein, jetzt kriegt er auf den Sack. Kann man alles so machen. Verbündete die Zieltruppe erhöht alle, 100% alles. Schaden an Gegnertruppe verursacht. 10. Warum nicht? Scheiße. Boah, das ist voll packend. Wir geben uns Verteidigung hier drauf. Greifen die Jungs nochmal an. Wir werden das echt gewinnen, aber es ist eine echt knappe Sache. Endlich. Boah. Es war ein harter Kampf, ey. Boah. Unentspannte Kollegen, diese Zombie-Skelette. Da haben wir gesiegt. Mit hohen Verlusten zwar, aber naja. Sieg ist Sieg. Für 2 Runden. 10, 10, 10. Ordnungszauber der Ebene 2. Plus 2 Ordnung. So, das plündern wir jetzt natürlich erstmal ganz entspannt alles hier. Dann beanspruchen wir die, oder auch nicht. Was kannst du denn hier noch irgendwas? Ja, zu denen möchte ich jetzt aktuell noch nicht hin. Ah, shit. Was haben wir denn hier so für Truppen? Hüter in ein Gebäude platzieren, die Verteidigung zu verbessern. Warum kann ich hier nicht mehr Truppen reinschmeißen? Dafür brauchen wir Türme. Und Türme können wir nur bauen mit Mauern. Wollen wir erstmal Mauern? So. Jetzt ist die... Warum genau waren wir da oben noch nicht? Frage ich dich. Geh mal da hoch. Scheinbar waren wir hier noch gar nicht. Nein, nicht auflösen. Zusammenschließen kurz. Dann könnte man nicht die 7 Bänkelsänger nehmen. Ah, ein Banditenversteck. Da können wir nicht mehr hin. Jetzt ist nur die Frage, wie genau... Türme bauen, um Garnisonstruppen zu... Ja, aber wie baue ich jetzt diese Türme? Ich dachte, dass wir die hier so bauen können, aber scheinbar nicht... Scheinbar funktioniert das nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Gibt es eigentlich forschungstechnisch jetzt noch irgendwas, was wir aktuell machen können? Nein. Wir haben weder das eine noch das andere Gebäude. So. 3 antike Bernsteine, die brauchen wir dringend. Ich weiß, ich klaue dem seine ganzen XP. Weil diese Spulen da, keine Ahnung, kannst du bestimmt mal für irgendwas brauchen. So, plus 1 Schimmergewebe, ach, euer Ernst. So. Ja, du hast jetzt hier alles abgefarmt. Nee. Hast aber fast keine Truppen mehr. Können wir uns mit den Merchant dann kurz Truppentausch machen? Dann kannst du nämlich mal sagen. Boah, Leute. Alle rüber. Der geht dort mit hin. Oder auch nicht. Ah, das sind noch die alten, oder? Ja. Warte mal ganz kurz. Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Der braucht mindestens eine Einheit, oder was? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit in meiner Hütte da rumlatsch. Die müssten upgraden. Haben wir gemacht. Das Problem ist halt, der Gehörnte bringt mir nicht so viel. Vorrat ist leer. Ich lese immer nur Vorrat ist leer die ganze Zeit. Scheißdreck. Das ist doch Kakerlake. Markt haben wir schon. Können jetzt hier kaufen und verkaufen. Was bräuchte man, um das Ding zu upgraden? 30 Stein. Ja gut, also auf Gewalt müssen wir es jetzt auch nicht machen. Gehst du mal nach unten.
Dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir das Ganze hier verlieren werden. Und da drüben sind die auch, glaube ich, halt gerade gesehen, oder? Habt ihr es gesehen? Da war nämlich ein Holzblock. Oder täuscht mich das? Ich glaube, dass die hier drüben gerade was gesnackt haben, die anderen. Es ist halt auch, es wäre halt an sich besser, würden wir hier erstmal möglichst viel Sachen erobern und so und nebenbei Sachen aufbauen. Ich glaube, es ist nicht erstmal besser, möglichst viel Sachen im Besitz auch zu nehmen. Wo man sich um andere Dinge kümmert. Da gibt es eine Schlange. Dann haben wir den. Na, haben wir noch nicht. Okay. Du machst dich jetzt nochmal auf den Weg nach drüben. Ah, oder auch. Leicht. Steht leicht da. Deswegen gehen wir davon aus, wir werden auf die Schnauze bekommen. Schauen wir mal. Ich erwarte nichts Gutes. Der Klassiker, wenn man mit mir spielt. Gut, du beendest deinen Zug. Du verteidigst ihn. Mach mal keinen Scheiß jetzt hier, Digga. Den könnten wir mit ein bisschen Glück sogar direkt töten. Ja, natürlich hatten wir kein Glück. Okay, der ist tot. Dann können wir jetzt eigentlich hier doch in die Offensive gehen. Geben dem mal einen Initiativboost. Sind nicht ein bisschen früher dran, aber er lädt nach. Ja, die müssten aber auch nachladen, diese Runde eigentlich. Deswegen können die auch nicht angreifen. Alles cool. Bei ihm genau das gleiche Schauspiel. Ihr bist auch fertig. 2 bis 4. Auch so ist es eigentlich Busch, wo er hingeht. Tat ein bisschen weh. Das ist hier natürlich ein Höhenvorteil. Was können wir hier machen? Minus 25 Verteidigung. Alle verbündeten Truppen erhalten aber dafür Nahkampfoffensive. Verbündete Truppen, mehr Verteidigung. 2 Zieltruppen tauschen die Plätze. Verbündete Zieltruppe ein. Das bewegen. Gucken, ob sie mal Initiative geben könnten. Und die sind tot. Und die sind auch tot. Das lief ganz gut. Ein paar Verluste haben wir erlitten. Nichts Großes. Haben die Jungs kurz gezeigt, wer hier der Boss im Ring ist? Ja, ein paar Leute haben wir verloren, aber. Das ist in Ordnung in dem Fall. Leider hat sie keine Bewegungsreichweite mehr. Können wir was bauen? Ein Feyhof. Gibt uns eben diese Adligen. Das sind ja wirklich sneaky Dinge. Aber wir bräuchten halt auch Forschung. Dafür haben wir aber keine Ressourcen. Wie du mehr von den Bauern erhalten kannst, ohne sie zu sehr zu schädigen. Ich würde eine Akademie für die Wirtschaft bauen. Dafür brauchen wir noch einen Bernstein. Und den einen Bernstein können wir ja kaufen. Wenn ich die Akademie bauen. So, bauen wir die Akademie. Dann sind wir eigentlich schon wieder fertig, ne? Wobei, der hat noch ein bisschen Bewegungsreichweite. Das Gold hier nochmal einsammeln. Oh, da drüben auch richtig viel Gold. Und eine Goldmine natürlich auch noch. Aber die alte wird uns kalt machen, diese Hexe, die da steht. Die Rana-Truppen. Nehmen wir das Gold mit. Noch mehr Gold. Kommen wir da oben vorbei ohne die alte? Wahrscheinlich nicht. Und der Kollege hat auch ein Level up. 20 Nahkampfoffensive, 2 Chaos. Oder 4 Truppen. Wir nehmen erstmal die 4 Truppen. Ein guter alter Steinaltar. 5 Offensive, 5 Verteidigung für eine Schlacht. Auch hier ist leider wieder so eine alte. Was ist das denn? Schaut aus wie so eine. Es schaut komisch aus, sagen wir es mal so. So, du hast hier einen guten Dienst verrichtet. Dafür
beanspruchen wir mal eben sehr viele schöne Dinge. Und die Siedlung. Und dann bauen wir hier ein Wachturm. Ah, das ist ein Wachturm. Bauen wir mal dahin. Denk mal, es ist wichtig, dass wir eine Verteidigung errichten. Upgraden das Ding auch gleich. Fürs nächste Ründchen. So, waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Da waren wir aber noch nicht bei dem Wasserfall. Blablum. Plus 3 Bewegungen für 2 Runden. Da war ich auch schon. Wir haben quasi einfach dieses komplette Areal hier geskippt, weil wir die Schlacht damals verloren haben mit dem anderen Typen, der da leider verstorben ist. War natürlich sehr ärgerlich. Aber so war es halt. Runde 15, Feinde werden stärker. Minus 10 Verteidigung. Dafür erhalten wir Offensive. Nochmal Milizionäre. Oder nochmal einen Steinbruch. Bauen wir nochmal einen Steinbruch. Da können wir dann nachher nochmal eine Kaserne bauen. Nochmal einen Marktplatz würde uns ja gar nichts bringen. Wir haben ja schon einen Marktplatz. Was treibst du hier, mein Freund? Da waren wir ja schon. Können wir da... Oh. Dann nehmen wir ein bisschen Gold. Leider waren die nicht so hübsch. Noch 2 Chaos. Und da gibt es noch antiken Bernstein. Milady. Da haben wir schon. Da oben kommen wir nicht so wirklich lang. Gemütliche Schenke. Plus 5 Bewegung. Da gibt es noch ein bisschen Erz. Eine Schenke. Jawohl, immer her mit euch. Sehr schön, da sind wir voll. Können wir die sogar noch zusammen? Ne, komm nicht, Scheiße, habe ich vergessen. Plus eine Bewegung nochmal. Der hat ja relativ viele Bewegungsboni. Was ist das denn hier eigentlich? Kann ich da einfach hinten lang gehen? Ne. Da können wir nur oben lang laufen. Boah, da müssen wir eigentlich schon mal hingehen. Das ist echt lohnenswert da. Aber wir lassen erstmal weiter runter. Gucken, was hier so abgeht in der Hütte. Bisschen Reichtum. Noch mehr Wissen. Auch schon Level 5. Noch weitere Truppenslots. Nehmen wir mal die weiteren Truppenslots. Das ist ein Falkchen. Vielleicht können wir das Zeug später mal verkaufen, weil... Wobei, das können wir sogar... Huch. Keine Bewegungspunkte mehr. Gut, da würde ich an der Stelle sagen, wir nutzen die Gelegenheit und verkrümmeln uns für diese Folge. Ich sehe nicht da unten auch die Feinde schon, die dann eine fette Siedlung errichtet haben. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.